Ja, eines der neuen Videos ist ja zu dem Track Medizin von Sido. Kannst du dort zum Dreh ein bisschen erzählen? Wir haben es in Warschau gedreht, über 3 Drehtage, mit sehr vielen Locations, sehr vielen Location-Wechseln. Waren immer wieder kürzere Ausschnitte, hier ein bisschen was, da ein bisschen was, viel geplant halt, wie er durch die Stadt geht und fährt. Und das war das Feature mit Jamul. Heißt, wir hatten 2 Artists. Es war eine coole Kombination. So haben wir halt so einen Abend, wie ein bisschen taumelnd auch teilweise, durch Warschau spaziert und eben die Medizin konsumiert, die ihn dann sozusagen theoretisch umbringen könnte. Und das war ganz interessant. Wir hatten dann einen Special Effects Shot, wo er dann in die Motorhaube eintaucht, fällt rückwärts auf die Motorhaube und taucht dann ein. Das ist auch sehr schön geworden. Wir haben das gefilmt, indem wir eine Kamera an einer Leiter hatten, an der Seite von der Leiter. Und da waren Slider so angebracht an der Leiter. Und die Kamera ging praktisch nach oben. Er lag auf der Motorhaube drauf. Und wir sind mit der Kamera hochgegangen. Dadurch hatte man dann den Perspektivenwechsel und konnte dann die 2 Clips zusammenschneiden in so einen Effekt mit Special Effects, dass er in diese Motorhaube eintaucht. Ah, Und okay, so sieht es dann wirklich so aus, als ob er sich reinlegt und dann so einsinkt in die Motorhaube. Also es war ganz, ganz lustig und es wurde so, da hat uns die Crew aus Warschau gut geholfen und war natürlich lustig, so eine 18 Kilo, 20 Kilo Kamera dann diesen Slider so hochzuziehen oder hochzudrücken. Einer hat gedrückt, einer hat gezogen, wir standen auf dieser Leiter. Alles ein bisschen sketchy, aber hat gut funktioniert und das ist das Wichtigste dann. Ja. Habt ihr das vor Ort erst erarbeitet, das Konzept, wie man diesen Shot machen kann, oder gab es den Plan schon vorher? Es gab einen Plan, wir haben auch mit dem Special Effects-Typen geredet, was braucht er, so läuft es dann meistens, welche Shots braucht er wie, dass es dann so bauen kann, wie es dann werden soll. Und dann geht es halt darum, vom Equipment her die beste Lösung zu finden. Das war jetzt dadurch, dass es wirklich, wir waren dort vielleicht eine halbe Stunde überhaupt nur wegen dem Shot, heißt, es war eine schnelle Lösung. Man hätte natürlich noch viel teurer das machen können mit einem Kran und so weiter. Aber die Lösung hat gepasst und deswegen haben wir das dann mit der Crew in Warschau so geklärt, wie die das am besten machen können. Ja.